Konnichiwa, Venezuela desu. Ich bin Japanerin und ich liebe japanische Süßigkeiten. Ich war heute vorhin in Düsseldorf, in Little Tokyo, und da habe ich mir eine Wahl an Süßigkeiten geholt. Hier habe ich ein paar meiner Lieblingssüßigkeiten und ich möchte euch alles zeigen. Wie gesagt, das habe ich in Düsseldorf gekauft. Das heißt, ihr könnt auch alles hier in Deutschland kaufen. Okay, kann sein, dass ich nicht über alles erzählen kann hier. Vielleicht habe ich wirklich doch zu viel gekauft. Aber... okay, jetzt habe ich nochmal alles richtig sortiert. So, es gibt hier süß, so Schokolade, Kekse und Früchtegummis, Traubenzucker und hier Chips. Okay, ich fange an mit meinem absolut Nummer 1 Lieblingsschokolade in Japan. Und das ist Galbo. Es gibt mehrere Geschmacksrichtungen, aber ich habe diesmal nur die Erdbeere gefunden. Aber das ist tatsächlich auch mein Lieblingsgeschmack. Es gibt auch Matcha, Bitterschokolade, Milchschokolade, weiße Schokolade. Süßkartoffeln gab es auch im Herbst. Das ist so eine zeitlimitierte Geschmacksrichtung. Und das ist wirklich meiner Meinung nach die beste Schokolade in Japan. Also ich meine natürlich jetzt die beste Schokolade, die man normal, ganz normal im Supermarkt oder im Kombini kaufen kann. Guck dir meinen Kater. Was ich auch mag über Schokolade in Japan ist, es gibt so viele Schokolade mit Erdbeergeschmack und das gibt es nicht so oft in Deutschland. Aber in Japan gibt es so viel, zum Beispiel das hier auch, ne? Das ist auch... Schokolade teilweise, das hier auch Schoko, Erdbeere und das auch Erdbeere. Also es gibt, das ist aber kein Schoko. Also es gibt viele Schokolade, verschiedene Schokoladenarten mit Erdbeergeschmack. Itadakimasu. Sauer, süß, knusprig, weich, schmelzend, zähn. Diese Art von Schokolade nennt sich Yakichoko, auf Japanisch. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagen kann, aber ich glaube, auf Englisch wäre dann Baked Chocolate. Deswegen ist es auch ein bisschen luftig und knusprig. Okay, als nächstes... Saksakpanda! Saku-saku heißt... Saku-saku Deutsch. Okay, einfach knusprig. Knusprige Panda. Knusprige Pandas. Ein Fun Fact mit japanischen Süßigkeiten. Bei japanischen Süßigkeiten sieht man ja immer auf der Verpackung, wie es aussieht drin. Und die Sache ist, es sieht wirklich genauso aus. Selbst die große. So. Die andere Seite auch. Genau das gleiche. Es sieht genauso aus. Es ist einfach Keks. Kekse und Schokolade, andere Seite. Ha. Diese Kekse-Teil ist sehr knusprig, also wirklich, wirklich sehr, sehr knusprig. Das heißt auch so, knuspriges Pandas. Okay, dann als nächstes diese zwei. Takenoko no Sato. Das ist der originale Geschmack. Das ist wieder der Erdbeergeschmack. In Japan gibt es immer so zeitlimitierte Geschmacksrichtungen für viele verschiedene Süßigkeiten, vor allem bei Schokolade. Im Frühling, wenn es Erdbeersaison ist, dann gibt es überall Erdbeergeschmack. Erdbeerschokoladen, Erdbeerkuchen, Erdbeerbrötchen, Erdbeer alles. Und dann im Herbst gibt es dann wieder Süßkartoffeln-Saison. Also Süßkartoffeln, Schokolade, Süßkartoffeln, Kuchen, Süßkartoffeln, Frappuccino zum Beispiel, auch in Starbucks. Bevor ich die nächste Oishi-Süßigkeit zeige, möchte ich hier allen Sprachinteressierten kurz ein Sprachprogramm vorstellen, das ich selbst auch damals benutzt habe, um mit Deutschlernen anzufangen. Und zwar Rosetta Stone. Rosetta Stone verfügt über 25 Sprachen, inklusive natürlich Japanisch. Was ich bei Rosetta Stone super finde, ist, dass man die Fremdsprache spielen lernen kann. Und was das genau heißt, ihr hört Muttersprachlern zu und seht dabei passende Bilder. Otokonoko. Otokonoko. Otokonoko.
Ohne Übersetzung zur Muttersprache könnt ihr die Fremdsprache direkt anhand von Bildern und beispielhaften Situationen lernen. Es funktioniert also ganz intuitiv. Dazu gibt es auch eine Spracherkennung und das ist, was mir am meisten Spaß macht. Diese Funktion testet eure Aussprache und gibt euch Feedback. Onnanoko. Onnanoko. Otokonoko. Otokonoko. Von Anfang an die richtige Aussprache üben, das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, um zu vermeiden, sich eine falsche Aussprache anzugewöhnen. Immer erstmal übersetzen, stumpf, Vokabeln lernen. Diese typischen Lernmethoden sind manchmal demotivierend, aber mit Rosetta Stone geht es direkt los mit Sprechen und Üben, was mich auch damals beim Deutschlernen motiviert hat, dran zu bleiben. Die Lektionen sind jeweils nur 10 Minuten lang und ihr könnt sie entweder per App oder auf dem Desktop machen. Mit meinem persönlichen Link in der Beschreibung bekommt ihr 60% Rabatt auf die 2 verschiedenen Lifetime-Abos. Ihr könnt selber auswählen, ob ihr den lebenslangen Zugang zu allen 25 Sprachen oder einer ausgewählten Lieblingssprache möchtet. Das ist ein Sonderangebot, nur bis Ende August. Dazu gibt es auch noch eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie, falls es euch am Ende doch nicht gefällt. Nach dem Lernen können wir jetzt zurück zum nächsten Snack. Okay, Takenoko heißt Bambussprosse, wegen wie es aussieht. Deshalb heißt es Takenoko no Sato. Sato heißt Village, also Takenoko Village. Es gibt auch Kinoko no Sato, also die Pilzeversion davon ist wieder anders und schmeckt weniger süß, also zumindest die Kekseteig. Diese Kekse hier ist schon sehr süß. Und in Japan gibt es immer die Diskussion, magst du Pilze oder Bambussprosse? Bist du die Pilzeversion oder Bambussprosse? Und als nächstes das Tainomi. Das ist lecker. Pie, also dieses englische Pie. Blätterteig. Blätterteig. Mi heißt Obst oder so Nüsse oder Früchte. Das heißt Pai no Mi, Früchte oder Nüsse vom Pai. Kleines Pai mit Schokolade drin. So, why? Okay, jetzt Poki kennt jeder. Ich weiß, Poki kennt jeder. Es gibt auch sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Matcha, Blaubeer sogar. Es gibt alles Mögliches. Es gibt aber auch dickere Version von Pokis. Aber das ist die dünnere Version. Das ist genau dieselbe Poki wie das Originale. Aber einfach dünn. Super dünn. Und das esse ich tatsächlich lieber als die originale Größe. Das geht so leicht kaputt im Mund. Und das schmilzt einfach. 30%. Uff. Yay! Okay, jetzt. Das ist meine absolute Kindheit-Süßigkeit. Das sieht wie ein Eis aus, aber das ist Schokolade. Ah, nee. Okay. Tada! Eisschokolade. Das ist auch wieder so eine luftige. Das ist so leicht. So Luft. Caprico heißt das. Okay, genug mit süßen Sachen. Jetzt. Fruchtige Sachen. Leider habe ich nicht so viele von meinen Lieblingssüßigkeiten gefunden für fruchtige Sachen. Aber ich habe hier zumindest einiges gefunden. Hier habe ich Früchtegummi. Hüllegummi, Traubengeschmack. Also wenn man generell gerne Früchtegummi isst in Deutschland, das muss man probiert haben. Also generell in Japan gibt es schon sehr viele gute Früchtegummis, aber andere Sorten habe ich leider nicht gefunden diesmal. Und es riecht schon sehr gut. Es riecht schon nach Traube. Und das ist ein Herzchen. Itadakimasu. Das ist nochmal weicher als saure Haribo. Und jetzt Haichu, Kaubonbon, das ist wieder Erdbeerschmack. Es gab so viele Erdbeere diesmal. Also das ist einfach Kaubonbon, aber schon anders als was man in Deutschland bekommt. Es schmeckt so gut, wenn man so isst. Und mein Lieblingsgeschmack ist tatsächlich grüner Apfel. Und es gibt noch Pucho. Pucho ist wieder eine andere Marke, das ist auch Kaugummi.
Kaubonbon, Kaubonbon. Putu ist auch Kaubonbon, aber mit ganz kleinen Früchtegummi-Stückchen drin. Und manchmal auch noch Traubenzuckerstückchen drin. Und das ist auch super lecker. Gab es leider nicht diesmal zu finden. Jetzt haben wir über Traubenzucker gesprochen. Und hier habe ich tatsächlich welche. Ramune. Das ist Traubenzucker. Also Kinder essen das für den Geschmack. Erwachsene essen das vielleicht auch für den Geschmack, aber auch für Energie, für den Kopf. Also ich kenne auch Leute, die im Büro das immer haben, damit sie ein bisschen Zucker haben, damit sie auch ein bisschen besser arbeiten können. Es gibt auch Getränk dafür. Und das ist das. Lamune, Süßigkeit. Lamune zum Trinken. An manchen Stückchen gibt es sogar auch Gesichter zu sehen. Ah, ist aber wieder anders. Ich kenne das nicht. Ich kenne nur alte Gesichter. Okay, sie haben das wieder neu gemacht. Ja. Das ist Traubenzucker, aber mit so ein bisschen so einem Zitronengeschmack, würde ich sagen. Das ist auch erfrischend irgendwie. Und genau, das ist der Getränk. Das ist auch sehr beliebt bei Kindern in Japan, bei auch Touristen, die nach Japan kommen. Das war in Japan früher immer so ein Sommerfestivalgetränk. In meiner kleinen Stadt, wo ich aufgewachsen bin, da gab es auch jedes Jahr so ein kleines Sommerfestival. Und da gab es auch so einen Wettkampf für Kinder. Wer von den ganzen Kindern trinkt am schnellsten diese ganze Flasche auf. Das habe ich auch mitgemacht als Kind. Und ja, das ist ein bisschen meine Nostalgie-Getränk, aber das ist auch für alle Japaner Nostalgie-Getränk. Und ich zeige euch, wie man das richtig aufmacht. Viele wissen nicht, wie man das richtig aufmacht. Das kommt immer mit so einem Plastikdinger hier. Das kommt hier. Und das muss man drucken. Und aufpassen, nicht nur drucken, sondern gedruckt halten. Sonst kommt diese ganze Soda-Sprudel raus. Deswegen, so hier, 3, 2, 1. Wow, wow, wow. Kanpai. Hi. Noch ein Fun Fact. Hier gibt es zwei Löcher. Und wofür sind diese Löcher? Diese Löcher sind dafür, dass dieses Kugelchen hier nicht zu dem Ausgang rutscht. Also wenn man das normal trinkt, ne, dann kommt dieses Kugelchen hier. Ja, hier. Dann kann man gar nicht das trinken. Aber wenn man das in diese Richtung trinkt, dann stoppt dieses Kugel hier dazwischen. Okay, was haben wir noch? Nochmal Lamune. Lamune ist halt dieses Begriff für diese Art von Süßigkeit oder Traubenzucker, also Limo-Traubenzucker-Süßigkeit. Das sind auch Lamune mit süßen Ampermann-Charaktere. Es gibt Pfirsich, Orange, Trauben und Apfelgeschmack. Das sieht süß aus und lecker. Bevor wir zu diesen salzigen Snacks kommen, habe ich was gefunden. Das ist aber eine von dieser typischen Basteln-Süßigkeiten. Also halt für Kinder, aber es gibt natürlich auch viele Erwachsene, die das auch als Hobby ein bisschen machen. Ich habe zum Beispiel auch letztens so Sushi aus Gummibärchen gemacht. Takoyaki habe ich auch gemacht. Kleine Basteln-Takoyaki mit Mikrowelle und das hat tatsächlich nach Takoyaki geschmeckt. Das war... damit kann man anscheinend Apfelbonbon machen. Das ist alles drin. Diese Art von Bonbon heißt Mise-Ame, auf Japanisch Mise, Wasser. Ame, Bonbon, Candies, also Wasser-Candies. Ja, erstmal Kaubonbon in diesem Wasser-Bonbon rein. Und dann diese schöne Dekoration drauf. Yeah! Wieder putzen, wieder putzen. Jetzt klebt überall. Okay, da geht's. Okay, jetzt endlich mal was Salziges. Meine absolute Empfehlung für Wasabi-Fans. Kaki no Tane. Wasabi-Geschmack. Kaki no Tane heißt
Kaki no Tane. Pikante, gebackene oder frittierte Mochi Chips. Mochi Chips. Also Tane ist Sahnen und Kaki, das ist ein Obst. Das ist aber nur wegen dieser Form, wie die Samen von diesem Obst. Und der originale Geschmack ist eigentlich ganz neutral mit Sojasauce. Einfach so ein Rice Cracker. Auch mit Erdnuss drin. Diese Mischung ist richtig gut und sehr knusprig natürlich. Und, jetzt für Chili-Fans. Wenn ihr gerne scharf und gerne Chips isst, dann das kaufen. Karamucho von Karai. Karai heißt scharf. Das ist einfach scharfe Chili-Chips. Bessere Chili-Chips habe ich noch nicht gefunden in Deutschland. Bitte schreibt in die Kommentare, wenn ihr sehr gute Chili-Chips in Deutschland kennt. Das ist die originale Form. Es gibt aber auch dünnere Versionen. Super dünne Streifen mit diesem selben Geschmack. Und das esse ich tatsächlich lieber als diese originale Version. Und jetzt Happy Dan. Warum Happy Dan? Das macht einen Soft Rice Cracker steht da. Rice Cracker, aber weiche. Und das hat so einen besonderen Geschmack mit Pulver. Itadakimasu. Sweet and salty. Das ist salzig, aber süß. Und das macht den Geschmack besonders. Also was Ähnliches habe ich noch nie in Deutschland gesehen. Weiche Rice Cracker, der gleichzeitig salzig und süß schmeckt. Apropos salzig und süß, hier gibt es auch noch was Ähnliches. Yukinoyado. Hotel? Nee. Unterkunft im Shuni. Also warum das Yuki Shuni heißt, das ist wegen diese weißen Mustern hier. Und das ist auch der süße Teil davon. Das ist auch wieder so eine weiche Rice Cracker. Weiße Teile sind süß. Hokkaido San ist verwendet, steht da. Nostalgie. Meine Kindheit damals. Als letztes haben wir hier Ramen Snacks, Baby Star Ramen. Es gibt auch wieder sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen davon. Aber das ist der originale Geschmack. Das ist einfach so ein Ramen Chips. Sehr knusprig. Das ist Chicken Geschmack. Hähnchen. Ich glaube, ich mag andere Geschmacksrichtungen besser. Das war's für heute. Danke für euren Support mit Abo und Like. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat zu schauen. Ich streame auch auf Twitch. Schaut gerne auch dort mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Dann bis zum nächsten Mal. Mata ne. Bye bye. Blätterteig. Nüsse. Oh, ich weiß nicht. Diese Löcher sind dafür, dass dieser Kugelchen hier